Und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So, in der letzten Folge hatten wir Erik Treueschädel gekillt, also schaut ruhig mal in die Folge Nummer 12, glaube ich. Ja, 12 ist, wenn es jetzt 13 ist, ist die andere 12. Genau, schaut doch ruhig mal rein. Da habe ich den gekillt und habe auch ein bisschen erklärt, wie man es machen muss, blocken und so weiter. Ihr seht es ja auch im Kampf, wie ich den gemacht habe. Wenn man weiß, wie er geht, ist es eigentlich gar nicht schwierig. Man muss ja bloß dahinter kommen. Genau, in dieser Folge wollen wir uns jetzt auch wirklich mal weiter der Hauptquest widmen. Und ich hoffe, ich bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern sehen. Und ich werde natürlich auch immer so schnell wie möglich probieren, auf eure Kommentare zu antworten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, die ich natürlich auch beantworten kann, sagen wir mal so. So weit bin ich ja in dem Spiel jetzt auch noch nicht, aber was ich beantworten kann, beantworte ich natürlich. Und ja, gut. Bildmachgerät an. Und ab, würde ich sagen. Das müsste jetzt hier eh die Hauptquest sein. 70 Meter. Und auf dem Weg dorthin werden wir uns natürlich noch kurz in den Häusern umschauen. Ob es hier noch irgendwie Leder oder sowas gibt. Zaun kaputt. Okay, was ist das hier? Versprich mir nur keinen mächtigen Ast und reich mir dann einen winzigen Zweig. Spielen alle in Alrekstadie ihre Liebesspiele so laut? Nein, nur mein Mann. Er kann seine Frau nicht befriedigen. Ah, zu alt? Nein, er ist jung und stark. Es war auch nicht immer so. Auf unseren Raubzügen waren wir unzertrennlich. Ihr habt auf Raubzügen gepflügt? Unser erstes Mal war mitten in einem brennenden Dorf. Irgendwann wollten die anderen, dass wir aufhören, weil es sie abgelenkt hat. In Todesnähe kann Liebe heißer brennen. Habt ihr versucht, diese Erinnerung zu nutzen? Ja, aber darüber zu reden ist nicht dasselbe. Ich muss es fühlen, riechen. Also müsstet ihr die Aufregung eines Raubzugs in euer Bett holen. Hilf uns so zu tun, als würden wir plündern. Das wird meinen Bach fließen lassen. Komm, sagen wir es meinem Mann. Ich wollte nur... Gut, in Ordnung. Hol deine Waffe, großer, starker Wikinger. Heute wird geplündert. Geplündert? Jetzt? Mache mit beim Bluttanz. Erfülle mich mit deiner Kampfeslust. Oh, ja, ja, seien wir Wikinger! Vielleicht könntest du ein paar Dinge kaputt machen. Und dabei schreien, als wäre es dir wirklich ernst. Ja, was soll ich jetzt machen? Es erregt dich nicht. Ja, es fühlt sich nicht echt genug an. Vielleicht braucht ihr mehr Feuer, wie beim ersten Mal. Ja, brenn unser Haus nieder. Mach es dem Erdboden gleich. Ist sie bekloppt, oder? Machen wir. Brenn ein Haus nieder. Es klappt! Ich bin so aufrecht wie Heimdalls Turm! Dann ramme durch das Valgrind-Tor und betritt Valhall. Nimm alles, was du willst, Wikinger. Nimm auch uns und lass dich vom Liebeshunger verschlingen. Ein andermal vielleicht. Aber ich bediene mich an eurer Truhe. Das war ein Krampf. Naja, dann frohes Schaffen, wa? Okay, wir müssen jetzt mal schauen, wo der Sieggurt ist.
Finde Sigurd und sprich mit ihm. Ja, ich glaube eher, dass der hier oben ist. Soll denn das sein? Was siehst du? Dein Clan stinkt zum Himmel. Aber wir sind stark, Feigling. Ja, der Gestank ist stark. Komm her, du Hund. Okay. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Troll es wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Basim, behalt sie im Auge und achte darauf, dass sie genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. So arbeitet deine Bruderschaft also. Ihr schleicht am helllichten Tag herum und erdolcht eure Opfer, wo sie stehen? Wie du es sagst, klingt es beschämend. Wir sind Hüter der Gerechtigkeit und des freien Willens. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Es ist wohl keine Schmach zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Sich ungesehen auf feindlichem Gebiet zu bewegen, erfordert allerhöchste Raffinesse. Okay, Leute. Getarnt sind wir. Wir haben praktisch jetzt das Verstecken. Halte dich von wachsamen Augen fern. Kennen wir ja schon aus die anderen Assassin's Creed-Teile. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Habe ich doch schon. Also Tarnmodus halt. Dort in dem Lager ist Gorm.
Betritt Gorms Hütte. Ein Umhang sorgt für weniger ungewollte Aufmerksamkeit. Was hast du dir gedacht? Trinkst du Mehl auf leeren Magen? Deine Zeit ist um! Bring die Sau zu Fall! Reicht's mir! Wir machen dich einfach mürbe! Komisch, dass es nicht funktioniert hat. Eivor! Du feiges Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen. Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Kann ich lächeln. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alreks Dalie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das Ting sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Okay. Das Alting ist ja, da sind jetzt alle Könige vereint, sind irgendwie am Tisch. Rein oder was? Überblicke okay. Das Land, Freundin. Ja, sieht schon, die haben schon ein bisschen stärker als wir. Wenn wir eh mal schauen, wie wir das dann machen hier in dem Gebiet. Aber hier scheint nicht so viel zu sein, oder? Ja, hier ist halt alles 280. Müssen wir dann schauen. Schauen wir mal rein. Schmerzt mich, aber er lebt. Danke. Sein Tag wird kommen. Ach, Götter, ich hasse lange Reden. Nur wenn du sie nicht selber hältst. Viele von euch kannten meinen Vater, Halfdan den Schwarzen. Ein großer Mann, der Großes erreicht hat. Halfdans Bein wurde bei unserem Tempel begraben. Seitdem wächst das Getreide viel höher. Bei uns haben sie seinen Arsch begraben und wir haben nichts als einen dreckigen Fluss. Ich träume von etwas Größerem. Einem gewaltigen Königreich der Krieger. So viele, wie es noch nie gab. Vereint unter einem König. Einer Herrschaft.
Wir vergossen zu viel Blut beim Kampf gegeneinander. Heute vereinen wir uns und richten unsere Klingen nach außen, um neue Lande zu erobern. Und wer könnte uns besser zum Ruhm führen als ich? Ich kämpfte schon vor meinem 10. Lebensjahr und führte das größte Heer, das Nordwege je sah. Doch man sagt, ein weiser König braucht ehrliche Ratgeber. Und so frage ich, wer von euch ist gegen diese neue Regelung? Ich bin nicht dein Feind, König Harald. Doch ich bin auch nicht dein Untertan. Morgen segeln wir zu grüneren Ufern. Und so wird mein Königreich zu deinem. Das betrübt mich, edler Chör. Und was sagt dein Weib dazu? Hat sie nicht genug davon, immer weiter westwärts zu hinken? Mein Gatte und ich sind uns einig, Herr. Gemeinsam hinken wir nicht, wir fliegen. Ich bin traurig, eine Frau mit deinem Gemüt zu verlieren, Yuffina. Doch ich hege keinen Groll. Mögen die Nornier euch Glück gewähren. Mein König, ich biete dir meine Axt und meinen Eid. Eiserner. Gorm Kjötvison, du wagst es, dein Gesicht in dieser Halle zu zeigen? Haben nicht König Styrbjörn und sein Sohn Sigurd unser Land von dir befreit? Der Rabenclan hat mich entehrt, großer König. Sie vergifteten meinen Vater Kjötvi. Sie machten eine Posse aus einem ehrenhaften Tod. Backraut, du lügst! Warte, Eivor. Hab Geduld. Eine ernsthafte Anschuldigung, Gorm. Noch dazu eine falsche. Mein Onkel sah deinen Vater sterben. Eivor Wolfsmal. Du hast Kjötvi getötet. Dieser Mann hier beleidigte deinen Clan. Was soll ich mit ihm tun? Schicke ihn nach Hel, wie ich seinen Vater. Verständlich. Doch ein schneller Tod wäre zu gut für einen Troll wie ihn. Gorm, von nun an heißt du Wurm und bist verbannt. Verlasse dieses Land vor dem nächsten Vollmond, sonst verfüttere ich dich an die Krähen. Nochmal Glück gehabt. König Harald, darf ich sprechen? Ich bitte darum, König Styrbjörn. Mein Volk hält unser Land seit jenen Tagen, als Odin noch selbst unter uns wandelte. Mein Königreich ist bescheiden, doch wir haben es mit unserem Blut bezahlt. Unser Sieg über Kjötvi ist der Beweis, dass wir es nicht kampflos aufgeben. Alle hier haben Freunde, Brüder und Schwestern begraben. Söhne und Töchter, ich für meinen Teil habe mehr als genug Tod gesehen. Wer will, soll an anderen Ufern Krieg suchen. Wenn König Harald Frieden bringt, dann beuge ich mit Freuden mein Knie vor ihm. Was? Was in Hels Namen tust du denn, Vater? Einen dauerhaften Frieden sichern, Sigurd. Die Tage des Kämpfens sind vorbei. Davon hast du mir nichts gesagt. Kein Wort. Und ich werde keinen Titel aufgeben, der rechtmäßig mir gebührt. Dann geht der Krieg weiter. Männer sterben, Dörfer brennen, du dummer Junge. Das hier ist der einzige Weg zu wahrem Frieden. Du wirst als Trell sterben, du versoffenes Rind. Alleine und zahnlos auf einem Bett aus Stroh. Vergib meinem Sohn. Die Gefühle haben ihn übermannt. Ich nehme keinen Anstoß, Jarl Styrbjörn. Und ich danke dir für deine Treue. Es ist normal, den Wandel zu fürchten, sich zu wehren. Doch alles ändert sich und alles endet. Die Lektionen Ragnarök sind eindeutig. Wir sprechen uns bald wieder. Das war ein Hinterhalt, Herr. Wusstest du von Styrbjörns Plänen? Seit einigen Tagen, ja. Aber ich drängte ihn nicht. Das war allein seine Entscheidung. Eivor, träumst du von einer glorreichen Zukunft? Eine Kriegerin wie du wäre ein Segen für meinen Clan. Mein Schicksal ist verknüpft mit dem meines Bruders. Wo Sigurd hingeht, folge ich. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Denn denen, die ich nicht verstehe, kann ich nicht trauen. Und Mangel an Vertrauen ertrage ich nicht. Vor mir hast du nichts zu befürchten, König Harald. Meine Treue gilt meinem Bruder Sigurd. Und ich bin dir nicht übel gesinnt. Dann wisse, wenn ihr in Nordwege bleibt, müssen du und dein Bruder unter mir dienen. Ich lasse euch bis morgen Bedenkzeit.
Nun legen wir das beiseite. Heute Nacht essen und trinken wir wie Götter und morgen erwachen wir in einem neuen Königreich. Pizzi. Haralds Farben. Er markiert bereits sein Territorium. Markiert? Götter. Die Wogen des Schicksals. Harald mag jung sein, aber er ist klug und er schätze ihn nicht. Er ist sehr schnell erwachsen geworden. Leute, ich sehe gerade gar nichts, weil meine Katze geht auf dem Monitor. Finde sie gut und sprich mit ihm. Hilf mir, sei meine Augen. Okay, wir sind jetzt wieder in Vornberg. Du da, ja. Was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher. Was will der denn hier? Komm schon, würfeln hat noch niemandem geschadet. Nee, das machen wir dann später mal. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Haralds Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie zwingen uns ihre christliche Lebensart auf. Ruhe, ihr alle. Lasst mich reden. Vor zwei Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Okay. Jetzt wird's nach Englerland gehen. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Kjötvis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich. Styrbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Kjötvis Güter gehören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Okay. Wie viel hast du gehört? Genug.
Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Sprich mit Sigurd am Hafen. Ich weiß eben nicht, ob wir das hier noch erledigen können. Sie wäre jetzt eigentlich. Das Gebiet wäre eigentlich gar nicht so groß. Mal gucken, was er sagt. Ich hoffe mal, dass wir dann hier halt noch zurück. 280 ist schon eine Ansage. Aber was halt generell dann. An Gegner kommen mit 280, weiß ich nicht. Gibt ja auch normale Soldaten. Okay, den brauchen wir nicht. Hier haben wir eigentlich alles gemacht. Es gefällt mir nicht, wie diese Soldaten mich beobachten. Ich finde es schmeichelhaft. Meinst du einer von denen? Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Nein. Nicht ganz. Ich muss noch etwas erledigen. Okay. Wir schauen jetzt mal, ob wir hier noch, ob wir hier die Sachen noch erledigen können. Wir müssen halt dann schauen, wenn es jetzt wirklich von der Stufe zu hoch ist, dann machen wir natürlich mit der Hauptstory weiter, aber so würde ich erst hier noch eher gern alles erledigen wollen. Deswegen machen wir mal alle Markierungen weg, setzen hier eine neue und machen eine Schnellreise PD. Schauen wir uns einfach an, würde ich sagen. Es geht ja auch um die Tiere und alles. Da oben müssen wir hoch, okay. Die tun uns ja normal nichts, oder? Na, tun uns nichts. Die brauche ich auch gar nicht angreifen, weil die sind zu stark. Noch sind sie zu stark. Aber wer weiß, wie lange noch. Auf den Berg hoch. Über die Patrouillen. Hoch mit dir, Eivor.
Aldrex Doppel. War Ymir der einzige seiner Art? Gab es von ihm andere oder großen Riesen? Wenn dem so war, gebaren sie Welten wie die unsere. Andere reichen mit anderen Menschen, anderen Göttern. Okay, da ist einiges aufgegangen. Hier gibt es eigentlich keinen so einen blöden Punkt, wo man reinspringen kann. Okay, was ist hier los? Kann ich da denn nicht hin? Oh, okay. Okay, Leute, wir fahren nach Engerland. Alter, einmal zurück. Okay, Frage hat sich erübrigt. Das Gebiet ist noch nicht verfügbar. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, weil nämlich, ich glaube, dass es bestimmt eine längere Folge werden wird, wenn wir jetzt da, also in eine neue Lande fahren, denke ich. Genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch auf jeden Fall ein Like, Kommentar oder auch Abo da, alles gern gesehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal, bis zur nächsten Folge, da geht es auch nach Engerland und ja, genau. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.